Kabinengeflüster. Der Handball-Podcast aus dem Medienhaus Mainich. Präsentiert von der Raiffeisen Volksbank Aschaffenburg. So, da sind wir wieder. Kabinengeflüster, die neue Folge. Präsentiert von der Raiffeisen Volksbank Aschaffenburg. Heute mit Bastian Jäger und Loik Rapp vom TV Niedernberg. Servus Männer. Hi, servus. Servus. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ohne Nervosität. Und herstlich willkommen und wie geht's euch? Ja, super gut. Sehr gut, danke für die Einladung. Selbst? Ja, mir geht's soweit auch ganz gut. Es ist ja gerade Länderspielpause und deswegen heute auch mal wieder ein Podcast face-to-face, nicht über Zoom. Das ist für mich immer ein bisschen angenehmer. Und ja, genau, ich genieße gerade so ein bisschen die freie Zeit. Wir haben von unserem Trainer nämlich eine Woche frei bekommen und deswegen bin ich gerade in der Heimat. Und gut, das, was euch betrifft, das besprechen wir gleich. Erstmal, habt ihr gut hergefunden? Wohnt ihr beide in Niedernberg? Nee, ich wohne in Großostheim. Genau, ich habe Leuk vorhin abgeholt und dann sind wir hergefahren. Ja. Dann passt das ja. Ja, ihr hattet, meine ich, genau wie ich, vergangenes Wochenende spielfrei. Wie habt ihr das Wochenende genutzt? Ja gut, also ich bin einmal zurzeit Schüler, das heißt die ganze Woche. Letzte Woche waren noch Ferien, da habe ich ein bisschen mehr getrunken als sonst. Wir hatten auch die ganze Woche trainingsfrei, nicht nur spielfrei. Und das spielfreie Wochenende, da haben wir dann der TuSpo, Männer 3, die haben wir angefeuert, weil wir gerade so eine kleine Fangemeinschaft haben. Echt? Wie ist da diese Fangemeinschaft zustande gekommen? Ja gut, wir hatten damals, das hat C-Klasse angefangen, ja. Da hatten wir unseren alten Trainer, das war der Jens Kunkel. Der hat ganz viel mit Tobi Milde, der jetzt unser neuer Trainer ist, zu tun gehabt. Der war aber damals noch bei der TuSpo Trainer. Okay. Und da hat es angefangen, dass wir die erste Mannschaft immer von denen angefeuert haben, dass wir zwei Spiele in der Saison auf denen ihre Spiele fahren und die anfeuern. Und zweimal waren die auch bei uns zum Zuschauen. Den Aufstieg haben wir auch damals zusammen gefeiert. Genau, den Aufstieg haben wir auch zusammen gefeiert. Wo ihr dann aufgestiegen seid, oder was? Und die auch gleichzeitig, oder? Die wurden Meister, glaube ich, ja. Stimmt. Und wie ist das denn dann bitte ausgeartet, als dann beide Mannschaften aufgestiegen sind? Das war verrückt. Also da wurden Leute teilweise heimgeschickt, die waren aber dann eine halbe Stunde später wieder da, komischerweise mit dem Taxi. Also. Die wurden heimgeschickt, weil sie zu voll waren, oder was? Ja. Unter anderem, ja. Ja, wir haben einen ehemaligen Obernburger bei uns im Team gehabt, Markus Dreichel. Der hat gerne getrunken und wir haben uns dann bei uns in der Kneipe einmal gemeinsam getroffen, in Niedernberg. Ja. Bei uns heißt es W1. Und da haben wir dann ordentlich nochmal die Sau rausgelassen. Das war echt geil. Geil. Ja, ich war gestern tatsächlich in Niedernberg essen, da im Seehotel. Wart ihr da schon mal? Seehotel. Boah, ja, richtig lecker. Also im Seehotel selber habe ich noch nicht gegessen. Ja. Aber das war schon, also da geht eine Empfehlung raus an alle Leute hier aus der Region. Das war richtig gut, ey. Ja, da ist mir dann während des Essens ist mir dann aufgefallen, ey, warte mal, ich habe doch morgen zwei Niedernberger zu Gast. Krass, kann ich die mal fragen, ob die auch schon mal hier waren. Also es war schon geil. Aber erstmal, bevor wir weitermachen, stellt euch doch gerade mal bitte selbst vor. Basti, fang du mal an. Jawohl, also ich bin der Bastian Jäger. Ich bin 24 Jahre alt, komme gebürtig aus Niedernberg, wohne auch immer noch in Niedernberg und spiele schon mein ganzes Leben lang beim TV Niedernberg Handball. Früher auch noch Fußball, aber mittlerweile nur noch Handball. Das ist ganz häufig so, ey, dass die Handballer auch erstmal beides ausprobieren. Genau, parallel beides immer gespielt, aber irgendwann muss man sich halt entscheiden, weil sonst zu viel wird. Ja. Und da war der Handball auf jeden Fall vorrangig für mich. Hat dir einfach mehr Spaß gemacht, oder was? Absolut. Ja. Ja. Oder talentfrei gewesen im Fußball? Ja, wahrscheinlich auch, auch ein Grund, aber auch allgemein. Okay. Im Handball waren dann die Freunde und da ist man dann auch dabei geblieben. Ja, Familie. Ja, Handball ist Niedernberg ist halt so ein bisschen Familienverein auch. Ja. Also ich glaube, ich spiele mit zwei Cousins zusammen, mein Onkel ist dabei, Großcousin früher noch, mein Vater ist dabei. Ja, okay, dann ist es ja bitte Pflicht, da beim Handball zu bleiben. Ey. In der C-Klasse war das ganz wild, da stand einmal so ein ganz Familiending auf dem Feld. Das ist ja verrückt. Vater-Sohn-Kombi ohne Ende. Das stimmt, Ich hätte auch so gern mal mit meinem Vater zusammen gespielt, ne? Das wäre wirklich der Hammer gewesen. Ja. Oder auch mit meinem Onkel dann zusammen. Früher haben wir das dann so ein bisschen ausspekuliert, okay, wie lange müssten die zwei noch spielen, dass sie mal mit mir zusammenspielen. Aber als ich dann das erste Mal den Verein gewechselt habe, dann, weil die waren ja beide in Barmhausen, hat sich das relativ schnell herauskristallisiert, dass es nicht zustande kommen wird, ja. Ja, vielleicht nochmal zu deiner Feldspielerphase dann. Ja, gut, bis wann habe ich im Feld gespielt? Das müsste bis zur C-Jugend gewesen sein, D- oder C-Jugend. Ja, das wäre auch richtig. Du wolltest doch nochmal angreifen zu Barriere. Aber ich bin ganz ehrlich, drei Adaniers auf dem Feld,
Das hätte nicht funktioniert, weil wir waren jetzt nie wirklich bekannt dafür, gute Abwehrspieler zu sein. Also ich damals in der Jugend und auch, ich glaube, mein Vater und mein Onkel, keine guten Abwehrspieler gewesen. Solange du vorne eins mehr wirfst. Ja, das ist, dann passt es ja. Ja. Und jetzt du, Loik, bitte. Genau, ich bin der Loik Rapp, bin 24 Jahre alt, komme aus Großostheim und spiele schon seit, wann, 2014 in Niedernberg. Also die Jugend hast du angefangen auf jeden Fall, ne? Ja. Du hast angefangen in Niedernberg auch? Nee, ich habe in Stockstadt angefangen, okay. Dann war ich mal bei Meinerschaft, dann habe ich den Weg zu Sulzbach gefunden, dann war ich im Bachgau und jetzt... Also doch auch schon ein bisschen rumgekommen hier in der Region. Okay. Ja, ich fand es ganz, ganz lustig, weil Loik, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, wussten auch voneinander, dass wir beide Handball spielen, aber der Handball an sich war eigentlich nie Thema bei uns. Ne? Nee. Gab immer andere Anlässe. Komischerweise. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja. Und aber deswegen jetzt auch mal gut, dass wir auch mal ein bisschen über Handball sprechen können. Der Loik hat zum Beispiel, als ich dann angefragt hatte wegen des Podcasts, hat er mir erzählt, dass ihr zwei euch schon ewig kennt. Wie kam das? Ja, wir kennen uns schon aus der Schule. Ja. Wir waren zusammen auch in derselben Realschulklasse. Auch in Großostheim waren wir. Ich glaube, ab der 7. Klasse sind wir dann auch Sitznachbarn oder so gewesen. Oder erstmal, ja, da haben wir uns dann kennengelernt quasi. Und du warst damals noch im Bachgau oder im Handball? Ja, im Bachgau. Und ich in Niedernberg. Und haben uns dann in der Schulmannschaft auch so mit dem Handball immer mehr angefreundet, auch mir beide. Das hat sich dann auch immer so hochgeschaukelt. Du kennst es ja, ne, wenn so zwei Vereine nebeneinander sitzen. Ja. Ne? Genau, das ist erstmal generelle Haster. Ja, wurde dann auch ein bisschen gestichelt, oder was? Ja, natürlich. Habt ihr denn zu der Zeit auch gegeneinander gespielt? Nee, ich glaube, wir waren eine Runde. Ich glaube, gegeneinander gespielt haben wir nicht, nee. Okay. Aber trotzdem wurde da immer mal schön eine reingedrückt. Ja? Ja. Ja, ey, aber dann schade, dass ihr da nie gegeneinander gespielt hättet. Das hätte ja dann ganz besondere Brisanz gehabt, ey. In der Schule, das wäre schon schön gewesen. Das wäre ja. Cool gewesen, ja. Schulmannschaft, habt ihr da irgendwas gerissen damals? Gerissen nicht wirklich, nee. Okay. Also wir waren jetzt wirklich kein schlechtes Team, würde ich sagen, aber es gab Schulen, die waren viel, viel besser. Okay. War der Lukas Schmidt bei euch auf der Schule? Nee. Okay. Aber der Alex Hess war unser Mathelehrer. Ach echt? Ja. Und der hat dann wahrscheinlich auch die Schulmannschaft trainiert, richtig, oder? Genau. Ja. Naja, der war ja auch schon hier im Podcast zu Gast, hab mich mit dem ja auch schon ein bisschen unterhalten. Gut, ja, ich weiß jetzt auch dann dadurch, dass ich ja mit dir geschrieben hatte, Loik, dass ihr da auch euer Warmmachprogramm habt, dass ihr Warmmach-Buddies seid, so hast du es genannt. Genau, so habe ich es genannt. Habt ihr da besondere Rituale? Haben wir das an sich nicht, dass ich so wüsste, richtige oder? Rituale haben wir nicht. Wir stehen immer, wenn wir uns einpassen, stehe ich immer auf der, ich glaube, ich stehe auf der Tribünenseite, ja. Gell, jedes Mal. Also ist da schon ein gewisser Aberglaube da? Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Ja? Ja, also wenn du es einmal machst und du merkst quasi, im Spiel hat es funktioniert, dann versuchst du natürlich irgendwie das beizubehalten, weil es eventuell daran hängen könnte. Ja. Hört sich blöd an, aber das hat ja jeder, glaube ich. Ja, genau, 13 Pässe mit rechts, ne? 7 mit links. Ja, das ist gut, abgezählt habe ich das noch nicht, aber... Okay, so nee. Krass habe ich das jetzt auch noch nicht gehört. Nee, oder war das jetzt ein Joke? Das war scheiße Glaube. Ach so, ich dachte jetzt gerade schon, dass du wirklich genau 13 Pässe mit rechts und 7 mit links spielst. Nee. Ja, okay. Ja gut, aber ich habe das tatsächlich auch, beziehungsweise ich und mein Torhüter-Kollege in Ferndorf, dass ich auch immer auf der gleichen Seite stehen muss. Und ja, auch das ist so ein Ding irgendwie. Ja, ne, das. Ja gut, da gibt es aber noch ganz viele extremere Leute, die dann irgendwie anfangen, okay, ich muss mir erst meinen linken Socken anziehen, dann den linken Schuh drauf und rechts bist du noch barfuß, so, weißt du. Gut, sowas habe ich auch ungefähr. Das hat ja aber dann nichts das mit hat nichts mit Warmmachen zu tun. Ja, was hast du für Rituale vorm Spiel? Ja, ob es ein Ritual ist, aber ich habe so Wadenschoner mittlerweile. Ja. Das heißt, ich muss erst den rechten Socken ausziehen, dann den rechten Wadenschoner an und dann den rechten Socken wieder an. Und dann dasselbe halt mit links. Erst den linken Socken aus, linker Wadenschoner an, linker Socken drauf und dann auch mit dem Schuh. Ja, sind es diese Wadensleeves da von CEP oder was das ist? Oder? Ja, gut, die Marke weiß ich jetzt nicht, welche ich da habe. Das sind verschiedene. Alter, aber mit den Dingern spielt auch mittlerweile jeder, ne? Das gab es damals bei uns nicht. So in der, ich sag damals bei uns, als hätte ich in den 80ern gespielt. Ja. Aber ich weiß nicht. Und mittlerweile, ich weiß auch nicht, ob das aus dem Basketball kommt, weil da haben die ja auch alle so Sleeves an. Ja, aber mittlerweile, es soll auch die Durchblutung fördern, aber Basti, merkst du davon irgendwas? Ja, bei mir ist es tatsächlich ein bisschen, ich sag mal, medizinisch bedingt. Mhm, bei mir muss alles ziemlich warm sein mittlerweile, ja. Weil ich habe da diese Schienbeinprobleme. Man wird alt, ne? Was hast du, ja. Was hast du denn für Probleme? Ja, ich sag mal, ich habe dieses Schienbeinkantensyndrom. Aha. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee, noch nicht gehört. Auf jeden Fall, ja, es ist ziemlich schmerzhaft und da hilft schon, wenn die
wenn alles um die Waden rum, ums Wadenbein ziemlich warm ist. Okay. Und es hilft schon. Dann hast du da wenigstens Sinn dahinter, weil ich dachte eigentlich immer, dass bei den meisten einfach aus Fashion-Gründen. Nee, ich glaube, ich würde es sogar lieber weglassen. Ja, weil ja okay, dann an deiner Stelle ist es dann natürlich verständlich. Aber wie seid ihr zwei denn zum Handball gekommen? Boah, wie man zum Handball kommt? Ist so ein Familiending, glaube ich. Also meine Mutter hat damals Handball gespielt, ja. Meine Schwester hat Handball gespielt, also muss der Bub auch Handball spielen, oder? Ja. So, seit ich 5 bin, ich glaube, als ich 5 Jahre alt war, habe ich angefangen. Und ja, seitdem Stop and Go, mal eine Pause gehabt, ja. Als ich 13 war oder so. So war es bei mir auch ungefähr. Ja. Ja, dann zwischendrin einfach keinen Bock mehr gehabt, oder genau. Was? Mal den Jugendlichen raushängen lassen, ne? Ja gut, ich hatte das tatsächlich auch damals, ne, wo ich so, da war ich glaube ich 12 oder 13 und habe dann bei den 2 Jahre Älteren dann mitgespielt und ich sag mal so, das Training war dann damals schon etwas fortgeschrittener, ja, wir waren alle super ehrgeizig, aber vor allem unser Trainer, würde ich mal behaupten, und dann ging es dann auch im Sommer jede Woche auf den Sportplatz und wurde ein Cooper-Test gerannt, ja, in der C-Jugend. Boah. Und ich halt dann natürlich, ich bin damals immer mit dem Fahrrad zum Sportplatz gefahren dann und in Barmhausen, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo der Sportplatz ist, da ist so eine Fußgängerampel vorne dran. Und ich stand dann da so mit meinem Fahrrad an der Fußgängerampel und dann war halt rot und die war immer so ewig lang rot. Und in dieser Rotphase habe ich wirklich immer mit mir selbst geredet, so, Jan, dreh doch einfach um, du musst es dir nicht antun und so, du kannst jetzt zu Hause sein, Rockstar Energy trinken, so vor der Playstation hocken. Aber nee, du gehst jetzt hier auf diesen Sportplatz bei 30 Grad und rennst dir da einen ab. Oh mein Gott, ey, das war wirklich... Zu der Zeit habe ich dann auch mal zu meinem Vater gesagt, ey, ich habe keine Lust mehr, ne? Der hat dann gesagt, ey, du hast... Vor ein paar Jahren hast du gesagt, du wirst Handballprofi, das ziehen wir jetzt durch. hat er gesagt. Hat sich ja gelohnt. Und das hat sich im Nachhinein hat sich das dann gelohnt, ja. Ja gut, bei mir war es dann eigentlich auch ein Familiending, ja. Also mein Vater hat gespielt, mein Onkel hat gespielt und dann... Genau, dann spielen wir halt auch einfach mal. Ich bin aber auch mal ins Fußballtraining gegangen, aber ich kann mich da ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Meine Mutter meint, ja, du hattest da keinen Spaß dran. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil jetzt muss ich sagen, wenn wir jetzt Spiele zum Aufwärmen Fußball. Ja, natürlich. Ja? Ja, das Beste, was es gibt. Oder? Ja, klar. Also ist das mit Abstand das beste Aufwärmspiel, also gibt es gar keine Diskussion. Ja, vor allem da rennt ja jeder mehr, als er eigentlich müsste. Ist so. Also mehr warm kann man gar nicht mehr. Genau, also da hat man ja Bock drauf und da bewegt man sich ja auch dann freiwillig. Und man ist auch richtig, also wenn ich gekickt habe, dann bin ich danach richtig warm fürs Training. Ja. Ja. Und deshalb kann ich mir gar nicht vorstellen, dass mir das damals keinen Spaß gemacht hat. Aber gut, war wahrscheinlich besser so. Und ja, jetzt kickt ihr jedes Training? Nee, leider nicht. Einmal die Woche. Es wurde mittlerweile mehr, finde ich. Ja, zuletzt mehr. Ja gut, es gibt halt auch noch andere Aufwärmspiele, die man mal was muss. Kann ich immer Parteiball gut oder was? Mit dem kleinen runden Ball und nicht mit dem großen runden. Ne? Ja. Was der große Runde ist der Fußball. Ja. Okay. Und der kleine Runde ist der Handball. Ja gut, solange nicht Fangen gespielt wird oder irgendein Scheiß, Alter, das geht mir immer auf die Eier. So, dann, ja, okay, 3 Fänger. Und dann denke ich mir noch so, oh nee. Vor allem die sind doch eh alle schneller als ich. Und dann bin ich immer der Erste, der gefangen wird und dann stehe ich da und werde dann selbst Fänger und dann kriege ich keinen. Das ist ein ewiger Kreislauf. Und dann immer noch mit Bestrafungen arbeiten. Ja. Wenn du als Erst gefangen wirst, machst du mal so und so viel Liegestütze. Ja, das ist wirklich, also Fangen zum Aufwärmen ist wirklich mein Endgegner. Gut, ja, jetzt wäre meine nächste Frage gewesen, ob ihr beide schon ein Leben lang beim TV Niedernberg spielt, aber das habt ihr ja hat schon. Sich erledigt. Das habt ihr schon bravourös beantwortet, aber gut, jetzt wollen wir mal ein bisschen mehr eingehen auf das, was gerade so abgeht und auch bei euch in der Liga, weil ich habe nämlich den Eindruck, dass die BOL recht stark geworden ist. Ich weiß nicht, wie lange spielt ihr jetzt schon in dieser Klasse, in der Bezirksoberliga? 3 Jahre. 3 Jahre? Ich glaube 3 Jahre, ja. Okay, das heißt, ihr könnt es ganz gut einschätzen, weil gerade mit Babenhausen, Großwallstadt 2, Odenwald, die sind ja schon recht gut und spielen jetzt auch die letzten Jahre, also Großwallstadt 2 in Odenwald, da vorne mit. Babenhausen kommt jetzt von oben runter. Ihr steht jetzt nach 5 Spielen mit 4-6 Punkten im Mittelfeld. Sonntag dann natürlich in Babenhausen, recht schwer. Seid ihr denn aber bisher zufrieden mit dem Saisonstart oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass wir jetzt nicht den einfachsten Start hatten. Genau, wir hatten jetzt recht viele Derbys am Anfang. Mhm. Das kann halt entweder so oder so ausgehen. Ja. Wir hätten natürlich gerne gegen Oberhamburg gewonnen. Wir Okay. sind aufgestiegen und Okay. ist jetzt ja schon so ein Verbündeter quasi. Aber die will man natürlich auch bezwingen. Also ist dann kein also ist schon ein Derby, aber jetzt keins, das von großer so ein freundliches Rivalität Derby. Geprägt ist, sondern eher ein Freundschaftsderby. So, ja.
wo sich jeder für einen anderen quasi auch freut. Ja? Oh Gott, sowas gibt es bei uns nicht. Ne? Also bei uns ist dann, wenn wir gegen Hagen zum Beispiel spielen, ey, da ist unsere Zuschauer, die sind ja eh crazy, also positiv crazy, die dann auch mal auf den Mittwoch nach Dessau in den tiefsten Osten fahren, sich einen Tag Urlaub nehmen, sich in die Bahn setzen, weißt du? Und da gibt es keine Freundschaftsderbys, wobei Dessau jetzt tatsächlich eine Fanfreundschaft besteht zwischen Fandorf und Dessau. Fragt mich nicht, wie das zustande gekommen ist. Also seid jetzt auch wie Oberburg und wir quasi. Ja gut, aber das ist halt von der Distanz dazwischen. Genau, von der Distanz ist das ja kein Derby, sondern da ist einfach, keine Ahnung, wie eine Fanfreundschaft entstanden. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel gegen Hagen spielen, so das richtige Derby, die verstehen sich nicht wirklich gut, die Zuschauer. Mhm. Deswegen, ich habe das Derby so noch nicht gespielt, deswegen bin ich gespannt, was dann abgeht. Aber ist ja auch schön, mal sowas zu hören, ne? Dass es da sowas gibt, so freundschaftliche Derbys. Aber ich habe gerade eure Ergebnisse vor mir. Das war ja direkt das erste Spiel. Oberburg war direkt das erste Spiel, ja. Und dann zu Hause verloren gegen Aufsteiger. Ja. Da war wahrscheinlich erstmal die Stimmung dann nicht mehr so gut. Ja, so ein Saisonstart tut natürlich weh. Ja. Gerade gegen Aufsteiger, natürlich. Ja. Gut, und danach spielst du natürlich dann gegen Groß-Weißstadt 2, gegen wahrscheinlich den Favoriten auf den Aufstieg. Nach 3 Wochen Pause, oder? Ja, genau, wir hatten ja nach dem Oberburg-Spiel hatten wir erstmal 2 oder 3 Wochen Pause. Ich sehe es gerade, ja. 15.09. und dann 5.10. Wie kommt denn das? Ja, gut. Ich weiß nicht, wir haben jetzt mittlerweile, die BOL ist, glaube ich, eine Mannschaft oder 2 Mannschaften weniger. Eine, ja. Eine. Und da hast du ja quasi ein bisschen mehr Puffer und bei uns wurden die halt direkt nach dem ersten Spiel reingedrückt. Alles klar, okay. Super. Dann kommst du ja auch gar nicht richtig rein in die Saison. Ja, genau. Ne? Du hast quasi die erste Niederlage, willst eigentlich diese Emotionen mitnehmen und ins nächste Spiel bringen. Ja, es besser machen direkt, ne? Ja, genau. Ja. Gerade gegen Großwaldstadt. Ja gut, das war dann auch undankbar dort, ne? Dort dann das 2. Spiel nach 3 Wochen Pause. Du willst ja auch, deswegen ist es eigentlich ganz geil, dass du eigentlich jede Woche wieder die Chance hast, das besser zu machen, wenn du verlierst. Ne? Weißt du, okay, jetzt 2-3 Mal Training und dann hast du wieder direkt das nächste Spiel und kannst es besser machen. Genau. Aber so schleppst du dann diese Niederlage erstmal 3 Wochen mit. So. Okay, ja, Groß-Weißstadt, ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken hier, ob da der Redkin, der spielt ja in der ersten Mannschaft auf Rechtsaußen. Ja. Und ich habe gesehen, der zockt sogar auch noch in der BOL mit. Der zockt BOL mit, ja. Das ist ja eine Schweinerei. Also wirklich, das ist ja verrückt. Und ja, vor allem spielt ohne Harz dann noch. Ja, genau. Ja, genau, das ist halt ein Umstellung für den. Das ist ja ein Nachteil für ihn. Ja. Aber der spielt ja auch in der ersten Mannschaft viel. So, der hat gegen uns gespielt. In fast jedem Spiel, wo ich bisher geguckt habe, ist er da aufgelaufen. Der hat auch gegen uns gespielt gehabt. Kein Tor. Gegen uns hat er kein Tor schmeißen können. Genau, gegen uns dieses Jahr hat er rechts außen gespielt und letztes Jahr hat er ja im Rückraum gespielt. Genau, letzte Saison war der auch, glaube ich, mit einer der Torschützen bei denen auf jeden Fall. Springt ja auch 30 Meter hoch. Genau, also. Das ist der Hammer, ne? Wie hoch der springen kann. Das ist echt der Hammer. Alter, stehst als Verteidiger da und guckst einfach in die Luft, springst schon gefühlt 2-3 Sekunden später hoch, dass du blocken kannst, aber kommst einfach nicht hin. Nee. Also so hoch, wie der springt. Ja, wenn du überlegst, dass das ja eigentlich ein Außen ist, ne? Ja, und genau. Dann läuft er da bei euch im Rückraum auf und hat wahrscheinlich die ganze Liga kaputt geschossen. Und das ohne Harz. Ja, das ist schon krass. Ja, und bei euch persönlich, also Basti, ich sehe, habe ja auch die Torschützenliste mir angeguckt und du wirfst 8 Tore im Schnitt pro Spiel, stehst da ganz oben auch mit in der Torschützenliste. Wie läuft es denn bei euch persönlich? Basti, fang du vielleicht mal an. Ja, persönlich, also die Saison gerade eigentlich viel besser als letzte Saison. Mhm. Ich kann es mir selber nicht ganz erklären. Du mal wirfst vom Rückraum. Ja, klar, Trainer sagt immer, werf einfach mal, werf. Ja. Das mache ich mittlerweile. Und es klappt? Es klappt teilweise, ja. Es gibt natürlich Spiele, wo auch mal mehr daneben geht. Und du denkst, oh Gott, ich kann mir auch nicht jeden Wurf nehmen. Ja klar, aber das ist auch immer tagesformabhängig, ne? Aber ich glaube, gerade wenn du viele Würfe kriegst und am Anfang merkst, okay, du triffst. Ja genau, wenn man die ersten 2, 3 trifft, dann hat man so ein Selbstvertrauen, ein Selbstbewusstsein, dann kann auch mal eine daneben gehen. Aber du weißt, ja, den hättest du einfach anders werfen müssen, dann wäre der 8 reingegangen. Ja. Ja, aber persönlich, ich weiß nicht. Ich gehe gerade mehr auf die Abwehr drauf, bin wieder ein bisschen mehr im 1:1 drin, das hilft. Ja gut, wenn man dann das Selbstbewusstsein hat und auch der Trainer einem so das Vertrauen gibt. Genau, und wenn der Trainer einfach sagt, mach halt mal. Ja, genau. Kannst quasi in dem Moment nichts falsch machen, wenn es der Trainer schon sagt und dann machst du es und es funktioniert. Ja. Dann stimmt das ja, was der Trainer dir gibt, das gibt dir nochmal mehr Selbstvertrauen. Ja. Dann gehst du da weiter drauf. Ja. Und am Ende und dann wirfst du halt auch mal 8 im Schnitt. Wirfst du auch die 7 Meter? Ja, ich habe es immer geworfen, aber da bin ich jetzt langsam wieder weg davon. Ja, die Saison wird das gar nichts. Gut, ich war nie der beste 7-Meter-Schütze, gebe ich ehrlich zu. Aha. Da fehlt mir einfach, ich sag mal, das Handgelenk und die
das nötige Kopf ausschalten, okay. einfach werfen. Okay. Ich denke da viel zu viel nach und ja, wirf einfach einen Tormann dann an. Ja, machst du dir zu viel Gedanken oder was? Bist du so ein Denker auf dem Feld? Ja, was heißt, ich habe da auch so ein kleines Ritual vorm 7 Meter. Mhm. Einfach mal kurz den Schuh abgewischt, damit man den richtigen Stand hat. Und dann, ja gut, der Tormann steht so breitbeinig da, dann wirfst du ihn durch die Beine. Dann wirfst du einfach halb hoch an die Oberschenkel. Ja, da verlassen mich einfach die Nerven und das ist, deswegen werfe ich es jetzt lieber nicht mehr. Okay. Ja. Loik, wie läuft es bei dir dieses Jahr? Ja, besser als letztes Jahr, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich meine, letztes Jahr war es ja so ein Ding, der Max hat ja noch gespielt, ist ja jetzt leider verletzt. Ja. Und es war ja klar, dass der Max erstmal der erste Mann war auf dem Feld und da auch relativ oft durchgespielt hat, weil das halt einfach auch konnte und weil wir ihn auch gebraucht haben. Und jetzt mit der Verletzung darf ich das ja übernehmen. Beziehungsweise also ist dann derjenige, der auf deiner Position dann vor dir gespielt hat? Genau. Ja. Okay, verstehe. Und jetzt darf ich das ja so ein bisschen übernehmen, mhm. starten für den Max. Aber das macht er echt gut. Also ich glaube, ich habe noch nie so viel Heber in der Liga gesehen, wie der Leuk, der immer wirft. Und ja. Mittlerweile gehen sie auch rein. Nicht verraten, hallo. Gut, ey, wenn das... Also wenn du wirklich so viele Heber wirfst, dann sollten das die Leute auch... Ja gut, auch aber wenn die auch rauskommen, die Torhüter, was willst du machen, ne? Ja gut, und es ist auch gerade ohne Harz, ist das ja einer der besten Würfe. So, wenn der Torhüter ein bisschen draußen steht, kannst du direkt diesen Heber geil machen, kannst ihn ja so drücken. Und wenn der Harz am Ball ist, du kriegst ja den Ball dann nicht von der Hand ab, weißt du? Da ist es ein bisschen trickier, diesen Heber zu machen. Aber ist ja eigentlich ein geiler Wurf, oder? Also gut, du spielst dann links außen? Ja, links außen. Ja. Wirfst du die 7 Meter? Nee. Die lasse ich werfen, wie der Basti. Ja. Er kriegt meistens die schlechten Pässe einfach von mir, die er dann trotzdem noch verwertet. Ja. Ja, okay. Ja, gut, jetzt kommt natürlich Babenhausen. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal gegen Babenhausen gespielt? Wisst ihr, was da auf euch zukommt? Gegen Babenhausen 2, aber. Ja, gegen Babenhausen. Babenhausen 1 haben wir noch nie gespielt. Okay. Gut, die waren ja auch immer. Ich glaube, die waren ja sogar mal in der Oberliga. Naja, die haben ja. Vielleicht mal ein bisschen durch mich beim Jedermann-Turnier, aber. Ja, gut, die haben jahrelang haben die Oberliga gespielt, ja. Also jetzt Regionalliga. Ja, und dann stimmt, irgendwie ist das alles so ein bisschen, ich kann euch gar nicht genau erklären, warum, aber ich meine, das hat damals so angefangen, als dann der Olli Schulz der Trainer war, als der gegangen ist, dann ist das alles so ein bisschen in sich eingebrochen. So dann auch mit Corona, was ja, gut, natürlich Corona. Das Ganze dann auch ein bisschen erschwert hat. Ja, und ich meine, bei dem Verein herrschen halt auch keine finanziellen Mittel, um irgendwelche Spieler zu bezahlen. Und mittlerweile ist es einfach so, dass auch in dieser Klasse, in der Regionalliga, da auch schon ein bisschen einfach, ja, man vom Geld abhängig ist. Also die Vereine, so gerade TSG Münster, die sind da gerade Tabellenführer in der Regionalliga. Mhm. Wenn ich sehe, was da für Spieler auflaufen, alter Schwede. Also der, ich nehme da jetzt mal den Teuter als Beispiel, der ist mit Eisenach vor 2 Jahren in die erste Liga aufgestiegen. Ja, also der spielt jetzt Regionalliga. Der spielt jetzt da in Münster im Tor. So, oder Jonas Ulzhöfer hat auch in Eisenach gespielt. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch in Münster spielt, aber der ist zumindest dann auch hingegangen. Patrick Weber, ich glaube, der hatte mal den härtesten Wurf der Liga, in der ersten Liga, bei Eulen Ludwigshafen gespielt. Also die, das ist schon... Und die sind jetzt alle bei Münster. Die sind alle bei Münster und ich kann dir sagen, die spielen nicht für umsonst. Also das heißt, die werden auch auf jeden Fall den mit Sicherheit gibt's Aufstieg dann da, haben wir ja, am Ende. Die haben 14-0 Punkte, habe ich jetzt vorhin gesehen, also... oder auch, ich meine, in Groß-Biebrau gibt es auch mal eine Mark und es ist halt einfach dann mittlerweile so. Und für so Vereine wie Babenhausen ist es dann eben schwierig, ja. Gut, ja, was ich aber auch gesehen habe, auf den Blick auf die Torschützenliste, da diese 2 von Bärfelden. Habt ihr die Torschützenliste mal euch angeguckt? Ja. Da sind tatsächlich die ersten beiden Plätze, muss ich mal drauf gehen. Die ersten beiden Plätze, beide von Bärfelden. Und du hast zwar ein Spiel weniger, Basti, ja, als der Führer, hier der Führer, sage ich schon, der Torschützenlistenführer. Ah ja, das hätten wir vielleicht dazu sagen müssen, dass du ein bisschen erkältet bist, dass du vielleicht mal hustest. Gerade beim Lachen, ja. Natürlich nicht der Führer, sondern der Anführer der Torschützenliste. Der hat 62 Tore nach 6 Spielen. Er wirft über 10 Tore pro Spiel. Ja. Das ist der absolute Hammer. Und dann kommt auf 2 noch einer von Bärfelden. Der wirft 8,83. Die werfen zusammen fast 20 Tore pro Spiel. Die spielen ja alleine fast. Habt ihr schon gegen die gespielt? Gegen Bärfelden haben wir gespielt. Auch gewonnen sogar. Aha. Daheim haben wir gegen die gespielt. Auswärts ist es immer ein bisschen schwerer. Ja. Das glaube ich, ey. Bis aber du da hinten auch bist. Ne? Gurke, ich meine. Ja, da fährst du ewig. Ja. Also, wir haben letzte Saison dann extra freitags gespielt bei denen, damit man das Wochenende wenigstens noch hat. Ja. Weil durch das ständige Fahren, gut, du kennst es ja,
Ja gut, das sind andere Umstände bei mir, ne? Genau. Also das ist halt einfach so. Wir Ich fahren da weiß. halt hobbymäßig einfach hin, Genau. um dann kurz Handball zu Ja. spielen, die Stunde lang, Ja. und dann wieder eine Stunde heimzufahren. Ja, haben die euch auch so viele Tore eingeschenkt, die zwei? Wir haben es ein bisschen geschafft, die Tormaschinerie von denen zu stoppen. Dadurch Also dann wahrscheinlich trotzdem auch etwa, gewonnen. also die zwei haben auch die meisten Tore gegen uns geschmissen. Ja, die sind auch mittlerweile ein eingeschworenes Team, würde ich sagen. Die spielen, Angriffsstark. ja, Angriff ist wirklich Wenn du mal schaust, die haben ja Bombe. bei jedem Spiel über 30 geworfen, über 30 Buden. Außer gegen euch. Außer gegen Außer uns. gegen uns, ja, Da hast genau. du 2 7 Meter sogar gemacht. Einen hast du verworfen. Einen habe ich verworfen, ja. Ja, 12 Dinger sehe ich hier gerade. Und bei denen muss ich mal gucken. Ja, gut, der eine hat 10 gemacht und der andere 9. Ja, Ja. genau. Also die werfen trotzdem ihre Ja, Tore. aber solange der Rest halt dann nichts macht, ist eigentlich okay, weil wenn der Gegner 19 Tore wirft, sollst du eigentlich das Ding gewinnen. Ja, oder halt ein paar mehr in dem Fall. Ja. Ja, gut. Aber die stehen gar nicht so schlecht da, ne? Nee, die sind auch nicht schlecht. Ja. Also, wie gesagt, die schmeißen so viele Tore. Da müssen sie quasi hinten in der Abwehr einfach nur 2, 3 Abwehraktionen mehr haben. Ja, die haben Reicht das denn? tatsächlich den besten Angriff. Gut, Babenhausen und Großwäsche haben ein Spiel mehr, dadurch auch ein paar Tore mehr, aber wenn Bärfelden da 30 macht, haben sie den besten Angriff der Liga. So, das ist klar. Gut, ich muss mal gucken. Odenwald hat unfassbar wenig Tore kassiert, 133 Ja, nur die mit. Odenwälder, Die die haben. stimmen zur Bänderabwehr. Sind die auch so einfach gut in der Abwehr oder was? Die sind schon Ja. sehr gut in Ist Abwehr, auch ja. eklig, glaube ich, dort zu spielen, oder? Ist es die Halle, wo da diese großen Fenster sind? Ist es die? Nee, das ist Nee? Erbach. Ist das, nee, wo ist das? Oh, ey, da haben wir Odenwald. früher immer dann. In der Ist Jugend auf haben jeden wir Fall da eine immer. stickige Halle. Also von der Luft her nicht Ja, optimal. ja. Ich weiß nicht, wenn du reingehst, ist da direkt so eine Kneipe auch bei denen. Vorne Okay, drin. okay. Da haben wir auch schon mal ein paar Bier getrunken. Wir haben ein Spiel bei denen. Ey, gut, es bietet sich natürlich auch an dann. Eben, genau. Ja. Also das ist halt so. Gerade dann das erste Bier nach dem Spiel. Ja, Das das ist ist ein Segen. halt. Ja. Das tut einfach gut. Das tut einfach gut. Alter, da hättet ihr, die ganzen Zuhörer hätten jetzt das Gesicht von Basti da sehen müssen. Gerade das war wirklich. Der hat das. Strahlen. Ja, strahlend, wirklich. Gut, jetzt gehen wir aber mal ein bisschen weiter zu dem Aktuellen, was sich gerade so in der Handballwelt abspielt. Ich weiß nicht, seid ihr Handball interessiert? Guckt ihr Handball irgendwie die erste Liga, die Nationalmannschaft, irgendwas oder juckt es euch gar nicht? Also ich gucke an sich nur regionale Sachen. So erste Ja? Liga, zweite Liga bin ich komplett Okay. raus. Auch was die Nationalebene angeht, auch Ja, also die ein, deutsche zwei Spiele mal, Nationalmannschaft, aber. wenn jetzt ein Turnier ist oder so, guckst du es dir auch nicht an. Nee. Wenn Ja. halt mal mit den Jungs. Ja. Wenn Also die es ist sagen, ah ja, wirklich guck mal, komplett am Handball, anderen trinken wir Ende, mal ein ne? Bierchen, dann Ja, ist man da schon dabei, aber aber. wegen des Bierchens bist du dann dabei, ne? Nee, Wegen dem ja, nee, Handball. wegen des Handballs natürlich. Nee, Ja, ist ja klar. genau. Ja gut, aber du sagst hier regional, das heißt, du gehst auch mal irgendwie hier in der Gegend in die Hallen und Ja, ja. und ich meine, es gibt, ist ja alles in der Nähe hier. Genau, ja. Ist schon krass hier. Also in der Region ist der Handball schon ziemlich präsent. Und gerade auch, wenn ich dann mal hier so durchgucke, Regionalliga und Oberliga und Bezirksoberliga, du hast eigentlich immer am Wochenende irgendein Spiel, wo du Volles sagst, Programm, ja. so, okay, das ist eigentlich ein geiles Spiel, da könnte Kannst man mal immer in hingehen. irgendeine Halle. So, weißt du, ja, das ist dann schon, zum Beispiel heute spielt, glaube ich, Bachgau gegen Groß-Umstadt. Das ist dann in der Oberliga Süd. Das ist ja auch absolutes Spitzenspiel. Das wäre auch geil, dahin zu gehen, ja. So, weißt du. Gerade auch, weil halt eben der Lukas Schmidt, ne, den ihr wahrscheinlich auch kennt aus Ja, Niedernberg, genau. da spielt. Der ist doch verletzt, oder? Ist er wieder Der verletzt? ist leider verletzt, ja. Ja. Wieder gegen dieselbe Mannschaft, ne? Ja, genau. Dem sein Bruder, der ist ja bei uns in der Mannschaft. Aha. Und der hat gesagt, dass der sich immer gegen dieselbe Mannschaft schon verletzt hat. Hey, gegen wen war das denn? Boah, ich weiß nicht, welche Mannschaft das ist. Das habe ich nicht nachgefragt. Okay. Aber er hat es anscheinend auch in dem Spiel wieder geschafft, sich zu verletzen. Also Okay. der hat er echt. Ja gut, Schmidti, mit dem habe ich ja jahrelang in der Jugend zusammengespielt. Der hatte eh immer ein bisschen Verletzungssorgen. Das war immer ein bisschen scheiße, ey, für den. Ja, gut, genau, aktuelles. Ja, da ist ja gerade Länderspielpause, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Da hat dann die Nationalmannschaft jetzt gegen die Schweiz gespielt. So, Basti, du bist, glaube ich, ein bisschen Handball interessierter, oder? Ja, auf jeden Fall würde ich sagen. Ja. Also erste Bundesliga schaue ich sehr, sehr gerne. Aha. Zweite tatsächlich eher weniger. Kenne mich da ein bisschen aus, da ja Großwallstadt auch da spielt. Ist ja gerade unser Nachbarort. Ja, aber erste Bundesliga, Länderspiele, alles. Ja. Ja. Habt ihr oder hast du ein Lieblingsteam in der ersten Liga? Ja, auf jeden Fall die Rhein-Neckar Löwen. Ja? Ja. Okay. Wie kommt das? Das ist eine gute Frage.
Ich habe mir damals, wann war das? Da hat der, gut, eigentlich ganz einfach, ist keine gute Frage, sondern Andi Schmid hat da gespielt, ne? Okay. Ja. Und Andi Schmid war schon immer mein absoluter Lieblingsspieler. Aha. Ja, wenn man dem zugeguckt hat, also diese Kreisanspiele, einfach diese Stemmwürfe, wenn er nicht wusste, was er macht, dann wirft er einfach, der passt nach außen, der wusste immer, was zu tun ist. Immer diese versteckten, Ja. ja, diese. Diese No-Look-Pässe Diese auch, Zeichen und alles, was ne? er seinen Mitspielern gibt, dass sie genau wissen, was jetzt los ist, das keiner lesen konnte, außer seine Mitspieler. Das war einfach faszinierend. Das ist tatsächlich faszinierend, ja. Ich bin ja tatsächlich mal in den Genuss gekommen, da ein bisschen näher dran zu sein, dann auch im Training mit ihm und so. Also das ist schon gut, als ich dann mit ihm dann da die 1,5 Jahre verbracht habe, oder dann ab und zu mal mittrainieren durfte, sage ich mal so. Das war schon crazy. Da hat er sich natürlich dann auch schon aufgrund seines Alters ein bisschen rausgenommen im Training, hat schon nicht mehr ganz so viel gemacht. Aber das war trotzdem, ey, der war damals 36, glaube ich, wo ich mit dem da zusammengespielt habe bei den Löwen. Trotzdem noch Trotzdem, also das war sau wirklich stark. absolut, absolut verrückt, ja. Also ich bin hier hingekommen, das Jahr vorher sind sie deutscher Meister gewesen, ne? Also das war schon, ja, 2017, 2018 sind sie, glaube ich, deutscher Meister geworden. Also Ja. das war echt, das war schon ziemlich krass da, mit dem da im Training zusammen. Gut, ja, das heißt, dementsprechend passiert in der ersten Liga gerade recht wenig. Aber apropos Andi Schmid, der trainiert jetzt die Schweiz. Ja, genau, Hast du der das Länderspiel geguckt? Ich hab's geguckt, Ja? hab erst zur zweiten Halbzeit einschalten können, Mhm. aber Da hast du mehr gesehen als der Leuk und ich. ja, Und zusammen. wie war zusammen? Wie war denn das Spiel? War recht deutlich, glaube ich, oder? Genau, Also. erste Halbzeit war ja schon, ich glaube, 7 Tore Unterschied oder 8, ich Okay. bin nicht sicher, Ja. aber so ging es dann in der zweiten Halbzeit weiter. Da hat man schon gesehen, gut, Ja. wenn so ein Renas Uschins auftritt, der hat jetzt nicht sein bestes Spiel da gemacht, aber Ja, der Typ ist eh ein Phänomen, also. wie der sich weiterentwickelt hat. Also es ging ja los bei Olympia. Genau, ab Olympia, Und da auch geht jetzt er in der durch jede ersten, Decke ja, mittlerweile. in der ersten Liga auch, also was der Tore macht und auch die Quote und so, also da Für stimmt das alles. Alter und wie Ja. viel Vertrauen, also wie viel Vertrauen der geschenkt bekommt. In Ja, Unterzahl gut. habe ich gesehen, Tor ist leer bei denen. Er kommt her, macht einfach seinen Stemmwurf, links hoch Echt? in den Winkel, Ja gut, wenn das halt in rennt die Hose zurück und blockt geht. auch noch den schnellen Ball aufs Tor. Also, Ja, wenn es läuft, dann läuft's, ne? genau, eben. Das ist wie bei Omar Marmoush bei der Eintracht. Ich bin ja Eintracht-Fan, wie hier alle wissen. Der hat jetzt auch schon wieder ein unfassbares Freistoßtor gemacht. Also Ja, das habe ich sogar gesehen, ja. wenn es läuft, dann läuft es einfach. Und das ist im Handball auch so, glaube Ja, ich, ja. genau. Einmal das Also, Selbstvertrauen getankt. Ja gut, die Deutschen müssen sich, glaube ich, um ihre Zukunft jetzt auch keine Sorgen machen, da der Marco Grigic, der da Ja. bei Eisenach spielt, ich meine, der ist, wie alt ist der, 20? Also ich glaube, der ist 2004 geboren. Und der, das ist wirklich, also das ist absolut brutal mit Juri Knorr dann noch zusammen, der jetzt leider verletzt ist, glaube ich. Ja, genau, Fingerbruch. Ja. Der ja auch Jahrgang 2000 ist, also Ja, das wir haben eine ist sehr junge Mannschaft mittlerweile. sehr jung. Und Und darauf das kann ist man auch, einfach aufbauen, ne? das ist gut gelungen da, dieser Umbruch. Ja. So ein bisschen die ältere Generation, die sich dann auch meistens, zum Beispiel Henrik Pekler, der hat sich ja von alleine auch, der hat sich ja selbst dann da rausgenommen, hat ja gesagt, okay, er spielt jetzt nicht mehr für die Ja, Nationalmannschaft. genau, das war ja da während Corona noch mit Genau. Patrick Winczek, wo wir Genau. eigentlich unsere Abwehrbollwerke verloren Genau. haben quasi. Ja. Da hatten wir eine schwere Phase mit der Nationalmannschaft, aber jetzt gerade, Ja. also wir waren im Finale bei Olympia. Ja, damit hätte wirklich keiner gerechnet, glaube ich. Absolut nicht. Ja. Ja gut, jetzt trifft Deutschland tatsächlich am, ich weiß gar nicht genau wann, die Tage, glaube ich, auf die Türkei. Und das habe ich natürlich, das also ist natürlich für mich, ne, weil ich ja halt tatsächlich halb türkisch bin, ein ganz interessantes Spiel, vor allem weil ich noch nie gesehen habe, dass Deutschland im Handball gegen die Türkei gespielt hat. Also ich kann mich jetzt nicht wirklich daran erinnern. Nee, Türkei habe ich jetzt auch so im Handball Ne? auch noch nie gesehen, Es tatsächlich. ist keine Handballnation, Nee. ja. Aber es spielen sogar einige hier in Deutschland da aus der türkischen Nationalmannschaft. Zum Beispiel hat einer in Groß-Weißstadt gespielt, der Görkem Bica, der Rechtsaußen. Der war Türke oder ist Türke, spielt jetzt aber nicht mehr in Groß-Weißstadt. Ist zurück in die Türkei gewechselt. In Dresden spielt einer aus der türkischen Nationalmannschaft. Haben die noch einen Platz im Tor frei, oder? So, ja, das ist, steht zur Debatte. Wir gucken mal, was da jetzt die Zukunft bringt. Jetzt haben wir uns aber ein bisschen hier abdriften lassen. Wir machen mal weiter. Wir machen mal eine Regionalliga weiter, ja, genau. Münster hatte ich schon erwähnt mit 14 zu 0 Punkten an der Spitze. TuS Oberburg, verfolgt ihr die so ein bisschen? Ich denke, ich bin mehr als der Leuk. Ja. Ja.
Gut, die sind ja nämlich nicht ganz so gut in die Saison gestartet, haben jetzt aber zum Glück gegen Kleenheim gewonnen, gegen den letzten, weil sonst sieht es da auch düster aus. Weil ich glaube, die haben jetzt, lass mich mal, guck mal, ich habe das doch hier alles schnell, Alter, bin ich hier gut vorbereitet. So, da ist die Tabelle. Ich glaube, Kleenheim war ja der direkte Verfolger von denen. Ja, die haben 2-12 Punkte, Kleenheim. Obernburg hat jetzt aber 5-9. Stell dir vor, die verlieren das, dann haben die 3-11. 3-11, ja. Ja, also. Ja, dann sieht es auch nicht gut aus. Dann sieht es auch nicht. Ja, die Obernburger haben aber auch eine sehr, sehr junge Mannschaft mittlerweile. Ja. Also. Ja, ich hatte ja auch schon den Per Kreuzkamp zum Beispiel hier zu Gast von der TuSpo, der ja neu dahingegangen ist, der ist ja auch noch total jung, kam aus Hanau. Und den Jesper hat es ja auch zu Gast. Stimmt, den hatte ich danach noch, den Jesper. Korrekt, habe ich mich gar nicht mehr dran erinnern können gerade. Das ist aber auch schwierig hier, wir haben fast 100 Folgen mittlerweile. Mhm. Das deswegen, ja gut, Niederroden 2-12 Punkte, haben jetzt gegen Holzheim verloren, das ist natürlich dann ein kleiner Downer. Sieht auch nicht ganz so gut aus. So, und sonst Biberau auf Platz 7. So, dann gucken wir mal in die Oberliga Süd. Hanau 2 und Bachkau punktgleich an der Tabellenspitze, gefolgt von Umstadt und Klein-Ostheim. Das ist sehr spannend da. So eine Viererkonstellation da an der Tabellenspitze. Ich hatte ja letzte Woche den Trainer von Umstadt zu Gast. Und die spielen heute, hatte ich auch vorhin schon gesagt, gegen Bachkau. Also wenn die Folge rauskommt an die Hörer, die wissen dann schon, wie es ausgegangen ist. Wir jetzt in diesem Fall noch nicht, weil wir samstags aufnehmen. Und genau, in eurer Liga, so ihr hattet spielfrei, genau, an der BOL, da ist dann Groß-Wallstadt und Barmhausen, aber auch Odenwald dann ganz oben. Wen seht ihr denn am Ende aufsteigen? Barmhausen, ich sehe Barmhausen an sich aufsteigen. Echt? Ja, Barmhausen kann ich noch nichts sagen, weil ich... Du kennst die Mannschaft einfach nicht. Genau, ich kenne sie einfach nicht. Ich hätte jetzt einfach so von der Tabelle bis jetzt gesagt, Odenwald, gerade mit der Abwehr. Echt? Ja. Okay, ja gut, Groß-Wallstadt hat kürzlich gegen Odenwald gewonnen, ne? Ja, genau. Aber gut, es kann halt alles passieren. Ja, kann das alles passieren, ja. Ja, ich sehe am Ende, muss ich sagen, irgendwie doch Groß-Wallstadt dann oben, weil du weißt auch nie, wen die dann von oben da runterholen. Ja, Groß-Wallstadt hat aber zum Beispiel schon gegen Obernburg verloren. Gegen Obernburg 3, oder was? Ja, genau. Okay, das ist ja interessant. Das ist halt auch eine Liga, da kann das, jeder gegen jeden Jeder kann jeden schlagen, also das wenn ist, einer mal einen schlechten Tag hat. Das ist echt verrückt, ja. Das wieder ganz anders aus. Ist das ein klassischer Fall von Unterschätzen gewesen oder was war da los? Ich muss mal gucken. Ich habe das Spiel gesehen. Ja. Es war absolut nicht das beste Spiel von Groß-Wallstadt. Aha. Absolut nicht das beste Spiel von Groß-Wallstadt. Ja, also es war, also einfach was ich schlecht. Gesehen habe, war wirklich nicht so gut. Okay. Und die Obernburger haben es einfach dann gut genutzt. Die und sogar nur so draufgehen müssen, einfach ins 1-1 Abwehr auseinanderziehen. Und das hat schon gereicht im Endeffekt. Da hat sogar auch der Redkin mitgespielt. Genau, der hat aber gut gescored auf Außen. Ja, 8 Tore. Ja, aber da hat er sogar nur auf Außen gespielt, nicht auf Halber. Okay. Aber gut, den siehst du, egal von wo springen. Krass. Erik Stelz. Ja, ja. Über dem Tor halt, ne? Ja, aber krass, dass die da verloren haben, okay. Ja, da siehst du aber mal, dass du da. Und gegen Rodenstein haben sie auch unentschieden gespielt. Wo steht Rodenstein? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Hier. Frage, ja, Rodenstein auch Zehnter. Also gegen. Ja, ich glaube, da haben sie in Rodenstein gespielt. Das ist ja auch Odenwald. Das heißt, ja, bei uns ist es so Faustregel, im Odenwald zu spielen. Ist eklig. Ist eklig und immer schwer. Ja. Gibt immer auf den Sack. Daheim gewinnen wir gegen Berfelden. Auswärts verlieren wir gegen Berfelden. Das war letzte Saison schon so. Ja. Odenwald hat mir tatsächlich noch nie schlechte Spiele gegen die, aber. Aber woran liegt die zu schlagen. Das, ihr könnt mir nicht erzählen, dass es an einer Dreiviertelstunde oder einer Stunde Autofahrt liegt. Das kann doch nicht sein. Die Luft ist anders, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Man kann es nicht beschreiben. Also, Odenwälder sind dafür bekannt, für uns, dass sie mehr draufkloppen, also einfach ein bisschen härteren Handball spielen. Das ist vor ja nichts Schlimmes. Ja, daheim sowieso. Daheim haben die halt dann die ganzen Fans, wo dann unsere Fans. Wir haben gute Fans, die dann auch echt mitreisen. Aber du hast halt nicht die ganze Halle hinter dir. Ja, genau. Wenn wir daheim spielen, wir hatten gegen Kleinwaldstadt das Derby schlechthin in unserer Liga. Wir haben noch nie gut Handball gegen die gespielt, noch nie. Aber das ist so ein Derby, das ist so emotional einfach. Da war die Halle komplett voll von Welster Seite, also Kleinwaldstadt hat auch sau viele Fans dabei gehabt. Die sind mit Sulzbach so eine kleine Fangemeinschaft, wie wir mit Obernburg. Bei uns waren die Obernburger da und unsere Niedernberger Fans. Und das geht so hitzig einfach her, wenn die Halle dich trägt, dann läuft's halt. Und so ist es im Odenwald, da trägt die Halle halt die Odenwälder Mannschaften. Mhm. Und dann geht das Spiel mal ganz schnell für die aus. Ja gut, da sieht man mal, was so ein Heimvorteil dann auch ausmacht in so einem Spiel. Ne?
Und ich Der Liga auf jeden Fall. Ja, gerade in so einem Derby, da würde ich sagen, kommt es auch mehr auf Emotionen und Es ist kein schöner Handball meistens. ja, also da entscheidet dann am Ende nicht so wirklich die handballerische Qualität, sondern auch einfach, wer mehr will, so Genau, ungefähr. absolut. Ja, gut. Dann würde ich sagen, schließen wir das ganze Thema hier mal mit dem aktuellen und kommen mal zu Top 7, weil wir auch schon 40 Minuten rum haben. Es geht schneller, als man denkt hier. Und ich würde sagen, aber das ist ja, der Loik, der spielt aber auch schon, ja, du spielst ja nicht dein Leben lang in Niedernberg. Jetzt dachte ich, wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Wollen wir da, Gut, wir machen wir kriegen einfach, eine wir zusammen haben, hin, wir haben, also wir machen zusammen. eine, wir machen eine Top 7 zusammen. Ja, das Genau. kriegen wir auf jeden Fall hin. Und dann würde ich sagen, ihr legt mal los auf links außen. Wen habt ihr da? Ja gut, links außen wäre Loik, aber also ich würde einfach Max Clement vorschlagen. Okay. Einmal ja, der schon immer in Niedernberg ist, ist zufälligerweise noch mein Cousin. Ach ja, Aber zufälligerweise. ja, Na klar, da sagst ist du, einfach eine geh. sichere Bank auf außen, Okay. also. Da sagst du, geh ins 1-1, hol die 2 Minuten, der geht Genau. ins 1-1, hol die 2 Minuten und gut ist. Als Also, Linksaußen? als Der geht Linksaußen. aber zur Not auch mal auf Rückraummitte Okay. oder auf Halblinks. Okay. Ist halt ein bisschen kleiner, kann dadurch. Der hat auch ein gutes 1 zu 1. Also wenn er durch ist, dann holt er echt die Ja, 2 so kleine Minuten. Spieler sind eh ekliger zu Ja, verteidigen, genau. ne? Also. Wenn du dann so einen Riesen hast, der auf halb Ja. verteidigt, der ist ja gleich Ja. im Gesicht. Ja. Würdet ihr sagen, ihr seid gute Abwehrspieler? Nee. Loik sagt nein. Nee. Also, ich bin lieber Abwehr als Angriff mittlerweile. Echt? Aber zurzeit habe ich mehr im Angriff, Ja, wo ich positive Akzente ja, setzen kann, als in der Abwehr. ja. Aber warum würdest du sagen, lieber Abwehr als Angriff? Weil du Gut. gern klopfst? Nee, ich bin tatsächlich gar kein Klopper. Also 2 Minuten hole ich mir auch sehr wenige. Okay. Aber ja, ich sag mal, es hat ein bisschen was mit den Schienbeinen zu tun, weil im Okay. Angriff das Springen, das Ja. schnelle Antreten, das tut halt manchmal schon weh. Verstehe. Und dann ist in der Abwehr ein bisschen entspannter. Natürlich hast du auch die schnellen Bewegungen, aber Ja, ja. okay. Ja, das mit deinem Schienbein, das irritiert ein bisschen, ey. Gibt's da irgendwie die Hoffnung, dass das vielleicht sich ein bisschen bessert, oder? Also es wird mittlerweile besser. Ich habe da so eine besondere Salbe, so eine Pferdesalbe, die kann Okay. man sich da drauf schmieren, dann fängt das Ganze quasi wieder von vorne an. Okay. Und dann einfach immer, wenn man trainiert, spielt, dann wird das halt mit der Zeit ein bisschen schlimmer. Es ist Aha. echt nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Aber Ja, ja, okay. von dem her lieber Abwehr, Ja, aber weil sagen wir mal, gerade. du würdest jetzt einfach aufhören mit dem Handball, würde das dann besser werden oder weggehen oder ist das chronisch? Also ist chronisch mittlerweile. Ah, Ja. Also okay. es wird vielleicht weggehen. Da gibt's. Kann man drüber spekulieren? Keine Ahnung. Okay. Da hat ja auch noch kein Arzt so eine richtige Diagnose stellen können. Beziehungsweise behandeln kann man es halt auch nicht richtig. Man kann es behandeln, es hilft auch alles, was ich mache. Ja, aber es geht halt nicht ganz weg. Genau, es geht nicht ganz Ja, weg. okay, Das krass. heißt, es hemmt. Ja, Aber interessant. man kann damit noch weiterspielen. Okay. Rückraum links. Würde ich jetzt dem Basti sagen, weil keine Aufstellung ohne Captain, oder? Okay. Deswegen Basti, der macht da schon Dinge gut. Das ist ja auch krass. Das hatten wir auch noch nicht, dass man sich selbst aufstellt in der Top 7, aber das ist natürlich eine neue Konstellation. Gut, willst du es noch begründen? Warum? Gut, Basti ist der Spielmacher bei uns. Ich meine, verletzt, Fuß am Arsch, trotzdem macht er die Buden gegen Sulzbach. Ja. Wichtige Buden gegen Sulzbach, auch wenn es dann am Ende nicht gereicht hat. Aber wenn wir den Basti brauchen, ist er da und ich glaube, das macht auch so einen guten Spieler aus in Ja. der Aufstellung. Okay. Ich wusste gar nicht, dass du auch Captain bist. Doch, mittlerweile bin ich auch Ja, Captain. Ich glaube mittlerweile. seit zwei oder 3 Jahren. Drei 3 Jahren, Jahre. glaube ich. Okay. Ja. Und was hast du jetzt irgendwelche besonderen Aufgaben, seitdem du im Amt bist? Oder was ist Also dein Job als Kapitänsamt bei Kapitän? uns hat eigentlich nicht viel zu sagen. Ich laufe Okay. vorne Du gehst weg. einfach nur vorne Ich, auf dem Feld genau, vorweg. ich mache vorne den Spruch, Ja. grüße die Gegner, Ja. Schiedsrichter, Zuschauer. Okay. Und Platz ja, ich bin jetzt reservieren. kein großer Emotionenträger, also ich hau keine Ansprachen raus oder so. Ich bin eher der Das überlässt du anderen. Du lässt deine ruhige Typ. Taten sprechen auf dem Feld. Ja, genau. Ja. Ich versuche dann einfach quasi Kein Mann gute der Ordnung großen oder Assists Worte. beizutragen. Ja. Ja, gut, bei uns, wenn ich mal gucke, unser Mannschaftskapitän, oh, der hat schon viele auch Öffentlichkeitsdinger, ne, wo er irgendwie mit den Medien und dann hier nochmal vor der Kamera stehen und Ja, es gibt sprechen die und und die, so. ne? Oh, ich weiß nicht, ob das was für mich dann wäre, da auch dann irgendwie Ansprachen vorm Spiel, nach dem Spiel. Das überlasse ich dann gerne dem Trainer eigentlich, weißt du? Ja, Deswegen, genau. da Bei uns verstehe macht ich es auch, dich. wenn nur der Trainer. Verstehe ich dich dann schon, ja. Gut, Rückraum Mitte. Ja, Tobi Milde, ne? Hätte ich gesagt. Ja, also Tobi ist ja gerade unser Trainer. Der hat früher bei uns gespielt, als wir noch Jens Kunkel als Trainer hatten. Ja. Und
Ja, also das war schon bemerkenswert, dem zuzuschauen. Der steht auf Mitte, läuft einfach nach halb rechts und spielt auf einmal so einen direkten Pass nach links außen, weil er genau gesehen hat, der Abwehrspieler macht gerade Faxen. Ja. Der weiß ja, wo die Spieler stehen. Der hat das Gefühl dafür, ja, der weiß es. Aber das war natürlich eine niedrige Klasse, wo wir damals noch mit ihm gespielt haben, aber also die Pässe, das... Wo hat der früher gespielt, weil der kommt mir so bekannt vor. Der in der TuS-Bo, zweite Bundesliga mitgespielt. Mhm. Auf links außen. Genau, da war er links außen. Mhm. Aber ich glaube, der hat dann auch wegen seinem Fuß, glaube ich, musste der dann... Fuß war es, glaube ich, Knöchel irgendwas. Genau. Ah ja, ich habe hier ein kaputt. Foto dann auch vor mir vor, hier in bei Obernburger Zeiten da. Ah ja, okay, deshalb kommt er mir auch so bekannt vor. Und jetzt Rückraum rechts. Schulmannschaft, da haben wir auch diskutiert. Ich hätte gesagt, so ein Prime Marvin Paul. Alter, ja, stimmt. Okay, Paul, ja. Das ist mal interessant. Weil Marvin Paul war ja auch schon hier zu Gast im Podcast. Mit dem bin ich auch in gewisser Art und Weise aufgewachsen. Ja, weil wir in der BOL dann immer und auch gegeneinander, in der Bezirksauswahl meine ich, damals zusammen gespielt haben, immer gegeneinander gespielt haben mit Bachgau gegen Babenhausen so. Da gibt es ein lustiges Foto auch, wo ich noch im Feld spiele. Und wir waren beide Kapitän. Und wie wir dann, da standen dann, glaube ich, boah, wie alt waren wir da? 11 oder so. Und da standen dann, was weiß ich, 140 Kilo, weil wir beide schon 70 Kilo gewogen haben, weil wir beide so dick waren damals. So vorne und am sich. Da muss er lachen. Ja, gibt's ein lustiges Foto von uns beiden, ja. Aber Marvin Paul, der war so gut, ne? Das war damals auch in der Schulmannschaft, also. Schulmannschaft war wirklich, also, das war schon krass, das zu beobachten. Oder? Ja, in dem Alter. Also das war echt stark. Das war wirklich, der war wirklich sehr, sehr, sehr talentiert, der Marvin. Ja, schade, dass es am Ende irgendwie nicht hingehauen hat. Rechts außen. Ich glaube, rechts außen sind wir uns auch ziemlich sicher. Da stellen wir Paul Hüttmann. Mhm. Auch gebürtiger Niedernberger. Ja. In der Jugend immer miteinander gespielt. Ja. Und ich habe damals auch immer halb rechts gespielt in der Jugend. Das war ein blindes Verständnis mit Paul. Also der Paul, der hat einfach halt Handball-Ahnung, ne? Mhm. Ja, gut, Paul, ich bin ja jetzt auch in den Genuss gekommen, mit ihm nochmal ein Jahr zusammenzuspielen. Ich habe ja mit ihm in Großwallstadt schon mal zusammengespielt. Ja, genau. Und habe ich gerade tatsächlich vergessen, dass der auch aus Niedernberg kommt. Der war ja auch schon hier im Podcast zu Gast. Also gut, Paul Hüttmann, der Name wird einigen ein Begriff sein. Dann am Kreis, genau. Auch Schulmannschaft, Niklas Hohm. Genau. Niki Hohm, ah ja, okay. Ey, krass, dass ich auch so, Junge, das gibt's ja gar nicht. War mit uns in der Klasse? Ja. Damals. Stimmt, der ist noch in unsere Klasse gekommen, ja. Auch in der Schulmannschaft und der hat halt eine blinde Connection mit Marvin Paul damals gehabt. Ja. Also wenn der im Kreis stand und Marvin Paul auf halb rechts, da sind die Bälle einfach in den Kreis gekommen und der hat sie verwertet. Ja gut, das sind halt auch so zwei, die hatten halt damals in dem Alter schon so krass viel Spielverständnis. Ja, genau. So, ich habe ja damals auch immer gegen die gespielt, so mit Babenhausen. Das hat nie Bock gemacht, weil... Die bei 100 Chemie. Die war ja genau, wie bei FIFA, 100 Chemie. Die waren halt einfach besser als man selbst, ne? Also die waren einem immer so ein bisschen so einen Schritt voraus. Das war schon krass immer, ja. Gut, das war's schon. Vielen Dank für diese Top 7. Habe ich ja doch einige von gekannt. Und würde sagen, wir kommen jetzt langsam auch mal zum Schluss, nämlich fast 50 Minuten schon rum. Vielen Dank, dass ihr hier wart, Jungs. Danke, dass wir hier sein durften. Jawohl, danke schön. Viel Erfolg morgen gegen Babenhausen. Ich bin ganz neutral. Das ist zwar mein Heimatverein, aber ich beobachte das mal ganz neutral von außen. Und genau, das war Kabinengeflüster, präsentiert von der Raiffeisen Volksbank Aschaffenburg. Und wir hören uns das nächste Mal. Ciao, ciao. Anzug, Brudi.